Hallo und willkommen zu dem zweiten Teil Hypertonie, hoher Blutdruck. Wir werden uns die Ursachen anschauen, primär und sekundär. Kurze Wiederholung: Der Blutdruck optimal, Blutdruck abgekürzt mit RR oder BP, also RR von Rivarocci, optimal 120 zu 80 mm Hg Quecksilber. Die Normalwerte liegen im Bereich bis zu 130-85 mm Hg. Der erste Wert ist immer der systolische Wert, der zweite ist der diastolische Wert, jeweils Einheit Millimeter Quecksilber. Dann kommt der hochnormale Bereich. Dieser geht bis zu 139 bzw. 89 mm Quecksilber. Dann kommt die leichte Hypertonie, also wir haben jetzt hier immer 20 mm Quecksilbersprünge. Also leichte Hypertonie Grad 1 bis zu 159 mm Hg, systolisch bzw. diastolisch bis zu 99. Also hier haben wir jetzt 10er-Sprünge beim diastolischen Wert. Dann kommt der Grad 2, die mittelschwere Hypertonie, bis zu 179 bzw. 109. Dann die schwere Hypertonie, Grad 3, über 180 bzw. über 110 mm Hg. Daneben gibt es die isolierte systolische Hypertonie, das heißt, hier ist der systolische Wert erhöht und zwar über 140, während der diastolische Wert sich im Prinzip im Bereich hochnormal befindet. Ein länger andauernder erhöhter Gefäßwiderstand führt zu Gefäßschäden. Also durch den hohen Druck verdicken sich Intima und Media, damit steigt der Widerstand, damit steigt dann wieder der Druck und es kommt zum Teufelskreis. Der Circulus vitiosus ist geschlossen. Schauen wir uns kurz noch den mittleren Blutdruck an. Dieser wird berechnet aus der Summe einmal systolisch plus zweimal diastolisch dividiert durch 3. Das ist der mittlere arterielle Druck. Dieser ist ein wichtiger Parameter für die Organdurchblutung. Sinkt der MAD dauerhaft unter 60 mm Hg, besteht die Gefahr, dass die Organe, insbesondere das Gehirn, zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe bekommen. Bei der Hypertonie gibt es zum einen den Volumenhochdruck und zum anderen den Widerstandshochdruck. Der Volumenhochdruck, oft bei Jüngeren, entsteht durch ein zu hohes Herzzeitvolumen. Das heißt, das Herz pumpt zu viel Flüssigkeit pro Zeiteinheit in die Peripherie. Anders der Widerstandshochdruck. Hier liegt es an den Gefäßen. Diese sind kontrahiert, verengt, verdickt, hypertrophiert. Das ist der Fall, insbesondere im Alter. Es kommt hier also zum Verlust der Elastizität der Gefäße. Es kommt zur Zerstörung des Endothels. Damit wird weniger NO, Stickstoffmonoxid, produziert. NO wirkt gefäßerweiternd. Und wenn dann noch chronischer Stress dazu kommt, Adrenalin vermehrt produziert wird, kommt es zur Gefäßkontraktion über Alpha und zur Aktivierung des Herzens über Beta 1. Der Sollwert des Blutdrucks steigt bei der Hypertonie. Das heißt, der höhere Wert wird als normal angesehen. Ganz wichtig, das sogenannte Dipping. Das ist der Abfall des Blutdrucks in der Nacht. Das ist dann die Zeit, in der sich das Herz vor allem erholen soll. Mit dem Alter steigt der systolische Blutdruck kontinuierlich, während der diastolische ab dem 6. Lebensjahrzehnt etwa abfällt. Das heißt, hier tritt dann die isolierte systolische Hypertonie auf, die wir uns eben schon angeschaut hatten. Nur ergänzend von einer Hypotonie, also einem erniedrigten Blutdruck, spricht man, wenn der Blutdruck systolisch unter 100 bzw. 90 mm Quecksilber liegt und der diastolische unter 60. Starten wir mit den primären Ursachen. Das heißt, es geht jetzt um die essentielle Hypertonie. Und diese tritt in der überwiegenden Zahl der Fälle auf, also etwa 90 bis 95% aller Hypertoniker. Man kennt hier die Ursache nicht, deshalb nennt man das Ganze auch idiopathische Hypertonie.
Es spielt wahrscheinlich eine familiäre Ursache eine große Rolle. Das heißt, hier wird die Erkrankung vererbt. Es besteht eine genetische Komponente. Mögliche Ursachen: zu wenig trainiert. Folge: im Alltag kommt es schnell zu einer Sympathikusaktivierung. Das passiert beispielsweise dann schon beim Treppensteigen oder beim Heben eines Arms. Es kommt also ständig dann über Beta 1 zur Herzaktivierung, über Alpha 1 zur Gefäßkontraktion und über Beta 1 zur Aktivierung des RAS. Der Körper stellt sich dann mit der Zeit auf die höheren Normalwerte ein. Und das ist ja das, was wir eben besprochen haben. Es kommt zur essentiellen Hypertonie, insbesondere im Alter. Merke, Bewegung, Sport wirken sich hier günstig aus, sind vorbeugend wirksam. Im Alter kommt dann der erhöhte Gefäßwiderstand dazu. Ganz allgemein prädisponierende Faktoren, also Faktoren, die eine Hypertonie fördern. Verweise auch auf das, was gleich kommt, die sekundären Ursachen. Ein erhöhter Sympathikustonus. Dazu zählt dann auch der psychische Stress. Ein Mangel an Vasodilatatoren wie Stickstoffmonoxid, wir hatten es eben erwähnt, oder Prostacyclin. Dann die Überernährung, das metabolische Syndrom, Adipositas, Diabetes. Den Bewegungsmangel hatten wir schon besprochen und ein Vitamin-D-Mangel. Weitere Faktoren: Rauchen, Alkoholmissbrauch. Starker Alkoholkonsum hat immer ein erhöhtes Risiko, eine primäre Hypertonie zu entwickeln. Die Ursachen sind nicht ganz klar. Höheres Risiko einer Insulinresistenz oder auch erhöhtes Risiko der Schlafapnoe. Weitere Ursachen: ein Hypercortisolismus, ein Pseudocushing. Das heißt, hier befinden wir uns dann natürlich schon im Bereich der sekundären Hypertonie beim Morbus Cushing. Dann das aktivierte RAS. Es kommt zur Gefäßkontraktion und zur Flüssigkeitsretention. Ich verweise auf das Kapitel, was wir besprochen haben: RAS, also Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Und das RAS, insbesondere in den westlichen Ländern, wird in vielen Fällen aktiviert, indem eben mehr Renin produziert wird. Bei den Afrikanern trifft das meistens nicht zu. Dazu kommt dann eine individuelle Kochsalzsensitivität, also man ist besonders empfindlich auf Salzzufuhr. Insbesondere wenn dies kombiniert wird mit einer verminderten Natriumausscheidung durch die Niere. Der Natriumspiegel steigt, dies insbesondere bei Älteren, die oft schon einen mehr oder weniger großen Nierenschaden haben. Das Natrium bindet Wasser, erhöht damit das Blutvolumen, der Blutdruck steigt, das Renin hingegen wird jedoch oft erniedrigt, das heißt, das RAS wird heruntergefahren. Natrium führt außerdem direkt zur Gefäßkontraktion und eventuell sogar zur Versteifung des Endothels. Und damit wird weniger NO produziert, NO als vasodilatierende Substanz. Der Mensch hat kaum Mechanismen gegen zu viel NaCl. Gegen zu wenig NaCl beispielsweise kann er Aldosteron hingegen ausschütten. Nun zu den sekundären Hypertonieformen. Hier ist die Ursache bekannt. Die sekundären Formen liegen in etwa 5 bis 10% aller Fälle vor. Hatten wir mit bekannter Ursache Grunderkrankungen. Das heißt, wir haben hier eine Primärerkrankung. Und ganz wichtig, diese muss therapiert werden. Also Therapie der Grunderkrankung muss im Vordergrund stehen. Möglichkeit 1, die Akromegalie. Wir haben hier eine Überproduktion von Wachstumshormonen, also vermehrte Ausschüttung aus der Hypophyse. Das Wachstumshormon fördert auch die Natriumrückresorption. Kurz zur Akromegalie. Der Knochen wächst bei Erwachsenen aber nicht in die Länge. Folge: es kommt zu sogenannten knöchernen
Akren, die wachsen, also Nase wird größer, die Finger, die Zehen, Kinn, der Jochbogen. Das insbesondere im Bereich der Weitbeichteile. Folge, die Schleimhäute, die Zunge verdickt. Dadurch wird die Schlafapnoe gefördert. Kann zu einer raueren, tieferen Stimme kommen. Die Gesichtszüge können vergröbern. Es kommt also auch zur Verdickung der Haut und des Bindegewebes. Dazu wird gefördert Diabetes und Herzvergrößerung. Zweite Möglichkeit, endokrine Ursachen. Das heißt, hier ist die Nebennierenrinde zu aktiv. Wir haben bei Morbus Cushing erhöhte Cortisolwerte, beispielsweise durch ein Nebennierenrindenadenom. Folge eine erhöhte mineralkortikoide Wirkung und auch eine erhöhte Rezeptorsensitivität für Adrenalin und Noradrenalin. Das Conn-Syndrom, ein primärer Hyperaldosteronismus, das heißt, wir haben zu viel Aldosteron produziert. Das Mineralkortikoid. Aldosteron erhöht die Natrium- und Wasserretention und fördert die Kaliumausscheidung. Dann das Phäochromozytom, ein Nebennierenmarktumor, also ein Tumor, der Katecholamine produziert, also Adrenalin und Noradrenalin. Folge sind die typischen Sympathikuswirkungen. Es kommt zur Vasokonstriktion, die Herzfrequenz steigt, RAS wird aktiviert. Dritte Möglichkeit, Parathormon ist erhöht. Damit steigt der Kalziumspiegel und Kalzium führt zu Gefäßkontraktion. Also diese ist dann verstärkt. Schauen wir uns weitere Ursachen an. Eine renale Ursache. Möglichkeit 1 bei Nierenschaden. Die Niere wird geschädigt beim Diabetiker durch eine Glomerulonephritis, durch einen polyzystischen Nierenschaden. Folge, es kommt zu einer verminderten Nierendurchblutung und damit zur renalen Hypertonie. Mit dazu trägt bei eine erhöhte Reninproduktion, das heißt, das RAS wird aktiviert und die Folgen hatten wir schon besprochen. Die Stenose an einer Nierenarterie, also eine Niere reicht. Wird diese eine Niere weniger durchblutet, kommt es zum Druckabfall am Vas-Afferenz der Niere. Dadurch wird Renin ausgeschüttet und RAS wird aktiviert. Und das Ganze jetzt aber im gesamten System. Auch hier eine renale Hypertonie. Sind beide Nieren betroffen, kann ein RAS-Hemmer zu akutem Nierenversagen führen. Das werden wir uns aber noch bei der RAS-Hemmung, also bei der Therapie der Hypertonie, näher anschauen. Also Achtung, eine rasche Blutdrucksenkung kann zu einem akuten Nierenversagen führen. Nächste Ursache, das metabolische Syndrom der Diabetes. Dann der Stress, hatten wir schon besprochen, der Sympathikus wird aktiviert. Die Sympathikuswirkungen nochmal, Alpha 1, Gefäßkontraktion, Beta 1, Aktivierung des Herzens und Ausschüttung von Renin, also Aktivierung des RAS. Durch die Schlafapnoe, also Atemaussetzer, während des Schlafes wird der Sympathikus ebenfalls aktiviert. Dann ein erhöhter intrakranieller Druck durch ein Hirnödem. In dem Fall kommt es zur Reizung, Aktivierung des Sympathikus. Eine Hyperthyreose, also eine Schilddrüsenüberfunktion. Die Schilddrüsenhormone sensibilisieren die Beta-Rezeptoren. Folge über Beta 1 kommt es im Herzen zur Tachykardie und in der Niere zur Reninproduktion. Nur ergänzend über Beta 2 kommt es zum Zittern über Beta 3 zur Lipolyse. Dann, was im ersten Moment überrascht, auch das Gegenteil der Hyperthyreose kann zu einer sekundären Hypertonie führen, also die Hypothyreose,
Hypo ist immer zu wenig, also die Schilddrüsenunterfunktion. In dem Fall kommt es zu einem Mangel an den Schilddrüsenhormonen T3. Dadurch werden die Blutgefäße starrer, also wenig flexibel. Sie werden verengt und damit steigt dann wieder der Gefäßwiderstand und insbesondere der diastolische Blutdruck wird erhöht. Dann die Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung, die Hyperlipoproteinämie, diese hatten wir schon besprochen. Was wir noch besprechen werden, ist die Herzinsuffizienz. Hier kommt es dann unter anderem zu einem venösen Rückstau. Das heißt, das Blut staut sich vor dem Herzen und dadurch wird der Blutdruck dann auch gesteigert. Schauen wir uns die Schwangerschaft als Ursache einer sekundären Hypertonie ein bisschen näher an. Ab der 20. Woche kann es zu einer Präeklampsie kommen mit Proteinurie und dann bei Fortschreiten letztlich zur Eklampsie mit Krämpfen. Circa 5% aller Schwangeren haben einen erhöhten Blutdruck, oft im letzten Trimenon, also ab der 20. Woche. Ursache unter anderem eine erhöhte Reninproduktion durch die uteroplazentare Minderperfusion oder aber auch durch Autoantikörper. Der hohe Blutdruck besteht insbesondere abends und auch nachts. Wir haben also eine Gestationshypertonie ohne Proteinurie. Diese hat meist nur geringe Bedeutung. Dann kann es aber zu den EPH-Gestosen kommen. Also eine Gestose ist eine Krankheit, Krankheitszustand durch die Schwangerschaft bedingt. Und hier dann eben die Präeklampsie mit Ödemen, mit Hypertonie und Proteinurie. Da kommen die Abkürzungen her, E für Ödem, dann H für die Hypertonie und P für die Proteinurie. Es kann zu Gefäßspasmen kommen, auch im Bereich des Gehirns, aber auch im Bereich der Niere und der Leber. Also durch die Gefäßspasmen kommt es zur Ischämie im Gehirnbereich, im Nierenbereich, im Leberbereich. Und das kann dann bei der Mutter die Organe schädigen. Es kann zu Krämpfen kommen, dann bezeichnet man das Ganze als Eklampsie und letztlich auch zum Koma. Schwerwiegende Erscheinungsform des HELLP, also H für die Hämolyse, dann EL, die Leberwerte, die erhöht sind, und dann LP für die Blutplättchen, also wir haben eine Thrombozytopenie. Hier hilft dann nur Schonung, Bettruhe. Schauen wir uns die arzneimittelbedingten sekundären Hypertonien an. Das Cortison hatten wir eben schon erwähnt. Also die Kortikosteroide können zur Hypertonie führen durch den Mineralkortikoiden-Effekt, den sie haben. Das heißt, es kommt zur Retention von Wasser und Natrium und es wird Kalium ausgeschieden. Das gilt auch für Lakritz. Bestandteile der Lakritze hemmen die Inaktivierung von Cortisol. Folge: Cortisol zeigt eine stärkere Wirkung. Dann Substanzen, die den Sympathikus aktivieren, die Sympathomimetika. Diese kommen auch vor in Appetitzyklern und Erkältungspräparaten. Verweise auf die Ephedrin-Derivate, die wir schon besprochen haben im Erkältungsbereich. Dann die NSRI, die SNRI, also die Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren. Das heißt, hier befinden wir uns jetzt im Bereich der Psychopharmaka, der Antidepressiva, die MAO-Hemmer, die Triptane, also die Substanzen, die bei Migräne eingesetzt werden. Hier kommt die Wirkung auch über das Serotonin zustande. Und letztlich natürlich dann auch die Drogen, die Amphetamine, das sind indirekte Sympathomimetika, ähnlich wie beim Ephedrin die Wirkung, oder aber auch das Kokain. Dann die Schilddrüse hatten wir eben schon besprochen, die Schilddrüsenhormone.
Diese sensibilisieren die Beta-Rezeptoren. EPO, das Erythropoetin. Folge, es gibt mehr Erythrozyten, mehr Eris im Blut und auch dadurch steigt dann der Blutdruck. Koffein, Cyclosporin, bei den Frauen die Antibabypille, hier insbesondere das Östrogen. Dieses hebt die Angiotensinogenspiegel an und aktiviert damit das RAS. Also bei jungen Hypertonikerinnen immer an eine durch Ovulationshemmer, also durch die Antibabypille, hervorgerufene Hypertonie denken. Schauen wir uns ein bisschen näher an, die NSA, die nicht-steroidalen Antirheumatika, also Substanzen wie Acetylsalicylsäure, wie Ibuprofen. Diese NSA wirken als COX-Hemmer. Die COX, die Cyclooxygenase, es gibt die COX-1 und die COX-2. Beide sind letztlich wichtig für die Nierendurchblutung. Das heißt, es kommt hier zur Synthese der Prostaglandine über die COX. Folge, wenn wir diese COX hemmen, also die Prostaglandinsynthese hemmen, das Prostazyklin hemmen, wird die Niere vermindert durchblutet. Es kommt also dann zu einer verminderten Filtration, zu einer verminderten Urinproduktion und zu einer erhöhten Natriumretention. Also Natrium wird zurückgehalten und nicht ausgeschieden. Das ist bei einer einmaligen Anwendung unproblematisch. Bei einer längeren Anwendung hingegen, also hier über 2 Wochen, kann der Blutdruck steigen um 5 bis 10 Millimeter Quecksilber. Die Vorlast steigt, es kann vermehrt zu Ödemen kommen. Es droht sogar bei einer Herzinsuffizienz eine akute Verschlechterung durch das vermehrte Volumen, was im Körper bleibt. Folge auch, bei längerer Einnahme eines COX-Hemmers kann ein Blutdrucksenker in der Wirkung vermindert werden. Das werden wir uns bei den einzelnen Substanzen nochmal anschauen. Hier gibt es das sogenannte ABCD. Und hier gilt also, die größte Wirkung haben wir bei A, also beispielsweise den ACE-Hämmern. Dann kommt D, das sind die Diuretika. Dann B sind die Beta-Blocker. Und mit großem Abstand die Calcium-Antagonisten. Also hier haben wir den geringsten Einfluss der COX-Hämmer auf die Calcium-Antagonisten-Wirkung. Deshalb ist wichtig, Kontrolle des Blutdrucks vor und nach der Einnahme eines solchen Mittels. Die Exazerbation, also eine akute Verschlechterung der Herzinsuffizienz, ist möglich. Dazu haben die COX-Hemmer natürlich andere Risiken. Diese hatten wir schon besprochen. Ich verweise auf das Kapitel Schmerz. Hier kann es zum Schlaganfall und zum Herzinfarkt kommen. Das heißt, es besteht ein erhöhtes Risiko der Thrombozytenaggregation. Das haben wir natürlich nicht bei ASS. Auch hier nochmal schauen Sie sich die Besonderheiten von ASS an. Dazu gibt es ein eigenes Video. ASS hat ja die Besonderheit, dass die COX irreversibel gehemmt wird. Wenn die Prostaglandine aktiviert werden oder aktiviert sind, was zum Beispiel der Fall bei schon vorgeschädigter Niere ist, hier sinkt bei Nierenschädigung die glomeruläre Filtrationsrate, also es wird weniger Urin produziert. Die Prostaglandine werden aber auch aktiviert bei einer Hypovolämie, bei der Einnahme eines Diuretikums oder bei Herzinsuffizienz oder der Einnahme eines ACE-Hemmers oder bei höherem Alter und Multimorbidität. Hier kann also dann, wenn die Prostaglandinsynthese aktiviert ist, die Einnahme eines COX-Hemmers schon bei der ersten Einnahme zur Folge haben, dass die glomeruläre Filtrationsrate massiv absinkt, also akutes Nierenversagen droht. Noch einmal, das ist der Fall beispielsweise bei der Hypovolämie oder wenn jemand ein Diuretikum, ein entwässerndes Mittel eingenommen hat. Wenn eine Herzinsuffizienz entsteht oder wenn ACE-Hämmer eingenommen werden.
Das schauen wir uns gleich beim Triple Whammy nochmal etwas näher an. Also kritisch ist die Kombination NSA mit einem Diuretikum, mit zu wenig Trinken, mit einer Exsikkose, also Austrocknen, und dann der dritte Partner, der ACE-Hemmer. Also hier sind wir dann beim Dreifachschlag, beim Dreifachangriff auf die Niere. Es kann zum akuten Nierenversagen kommen. Das Ganze in der Abbildung, die wir schon kennen. Also erst einmal nochmal zur Erläuterung. Die glomeruläre Filtrationsrate wird erhöht. Also es wird mehr Urin produziert durch Prostaglandin E2. Die Substanz wirkt als Vasodilatator am Vas-Afferenz. Wir sehen hier das Vas-Afferenz, also die afferente Arteriole. Dann kommt unser Kapillarknäuel. Die glomerulären Kapillare. Hier wird der Urin produziert, abgepresst. Dieser fließt dann über die Baumannsche Kapsel in das Tubulussystem ab. Und je höher der Druck in den Kapillaren ist, desto mehr Urin wird abgepresst. Der Druck ist besonders groß, wenn sehr viel Blut in das Vas-Afferenz hineinströmt. Und umgekehrt, wenn das Vas-Efferenz eng gestellt wird, also der Abfluss zugemacht wird. Folge davon ist dann eben, der Druck in der Kapillare steigt, im Kapillarknäuel, und es wird mehr Flüssigkeit abgepresst durch den hohen Druck. Also noch einmal, Prostaglandin E2 wirkt als Vasodilatator, macht Vas-Afferenz weit, es strömt mehr Blut ein in das Kapillarknäuel. Und das Angiotensin 2 wirkt als Vasokonstriktor, insbesondere am Vas-Efferenz. Das heißt, das Gefäß wird verengt und damit der Abfluss reduziert. Dazu fördert natürlich ein hohes Blutvolumen den Druck im Kapillarknäuel. Nun zu unserem Dreifachschlag. Es wird eingesetzt ein ACE-Hemmer oder ein Sartan. Diese hemmen das Angiotensin 2, das heißt, jetzt wird das Vas-Efferenz weitgestellt. Das kombinieren wir mit einem NSA, also Ibuprofen beispielsweise. In dem Fall wird das Vas-Afferenz eng gestellt. Also unser ACE-Hemmer stellt das Vas-Efferenz weit und unser NSA stellt das Vas-Afferenz eng. Wenn jetzt dann noch ein Volumenmangel dazu kommt, beispielsweise ein Diuretikum oder man hat im Sommer viel zu wenig getrunken und viel geschwitzt, sinkt der Filtrationsdruck im Nephron massiv ab. Folge, es kann zum akuten Nierenversagen kommen. Das waren die Ursachen einer Hypertonie. Wir hatten uns die primären und die sekundären Hypertonien angeschaut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.